Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie haben entweder gut geschlafen in Berlin und sind hier mit voller Kraft und gestärkt hier angekommen oder sind etwas glücklicher gereist als ich heute Morgen, wenn man schon vor fünf aufstehen muss und dann zum Flughafen kommt und sieht, es dauert noch eine halbe Stunde, alles verspätet, fragt man sich, warum man nicht doch länger geschlafen hat. Also ich hoffe, dass Sie etwas günstiger, wenn Sie angereist sind, hierher gekommen sind und wir alle mit ganzer Kraft uns heute diesem Thema widmen können. Die Zukunftsfähigkeit von Staat und Gesellschaft, ein Thema, glaube ich, was uns alle beschäftigt, spätestens seit der Flüchtlingskrise. Und wir freuen uns deswegen, dass wir diesen Kongress heute, nachdem er gestern ja schon angefangen hat, aber heute sozusagen einen ersten Höhepunkt hier haben können mit der Eröffnung. Ich heiße Sie alle im Namen von Wegweiser sehr herzlich hier willkommen und freue mich auf die Diskussionen, die vor uns liegen. Und natürlich haben wir den Keynote-Speaker für heute Morgen, aber das werde ich Ihnen nicht verraten, sondern das verrät Ihnen Frau Kretzer, Geschäftsführerin von Accenture. Frau Kretzer, bitteschön. Dankeschön. Ja, sehr geehrter Herr Fitt, sehr geehrte Damen und Herren Staatssekretäre, liebe Mitglieder des Deutschen Bundestags, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist, wie gesagt, Corinna Kretzer von Accenture und ich freue mich, Sie auch im Namen von Accenture recht herzlich zum Zukunftskongress zu begrüßen. Wir sind jetzt mittlerweile zum sechsten Mal Hauptpartner dieser Leitveranstaltung für moderne Verwaltung und wir freuen uns auch, dass wir es weiterhin bleiben werden. Danke, Herr Lorenz, Herr Dr. Ludewig, Herr von Donani. Ich denke, da haben wir noch spannende Zeiten vor uns. Gestern angefangen mit einem halben Tag. Ich denke, zwei sehr spannende Tage liegen auch noch vor uns. Und Sie können sich sicherlich alle denken, dass das einiges an Vorbereitung bedeutet. Und dafür auch ein ganz herzliches Dankeschön natürlich zum einen an den Schirmherrn, Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat, aber auch an die beiden Hauptpartner WITAKO und KGST. Wenn wir uns den Koalitionsvertrag der mittlerweile nicht mehr ganz neuen Regierung, aber doch noch recht neuen Regierung anschauen, dann denke ich, wird eines klar, es gibt ein klares Bekenntnis zur Digitalisierung. Die Regierung möchte eine digitale Verwaltung und einen modernen Staat. Und ja, wir alle kennen politische Versprechungen. Ich denke, was wichtig ist, und ich denke, da kann auch der Zukunftskongress hier einen wesentlichen Beitrag leisten, ist jetzt zu überlegen, wie aus diesen Versprechungen dann auch konkrete Taten folgen, dass man sich wirklich gemeinsam überlegt, wie können wir diese Ziele, die im Koalitionsvertrag an diversen Stellen festgeschrieben sind, gemeinsam auf den Weg bringen. Und das ist natürlich so eine Veranstaltung wie der Zukunftskongress, eine sehr gute Plattform. Wir haben Vertreter von Politik, Verwaltung und Wirtschaft und wir haben die Möglichkeit, wirklich digitale Technologien einfach auch erlebbar zu machen. Und ich meine, wir alle kennen Buzzwords wie Blockchain, Artificial Intelligence, Robotic Process Automation. Wichtig aus meiner Sicht ist, dass es wirklich, diese Technologien sind alle nur Mittel zum Zweck. Und ich würde mich freuen, wenn wir die nächsten zwei Tage dazu nutzen können, um wirklich an ganz konkreten Beispielen rauszuarbeiten, wie die Technologien tatsächlich dann auch einen Mehrwert bieten. Denn nur dann, wenn wir einen Mehrwert für Bürger und Mitarbeiter schaffen, dann hat Digitalisierung auch ihren Zweck erfüllt. Wenn es um Digitalisierung geht, denke ich, ist ein Ministerium sehr führend, schon seit vielen, vielen Jahren, insbesondere auch Sie, Herr Fitt. Und von dem her, wir hatten es vorhin gesehen, eigentlich war Herr Seehofer erwartet. Ich denke, es haben alle im Raum Verständnis, dass angesichts der aktuellen politischen Situation er momentan etwas anders beschäftigt ist. Aber ich freue mich umso mehr, dass wir Sie jetzt hier auf der Bühne begrüßen dürfen. Herr Fitt, herzlich willkommen. Dankeschön. Danke.